Nochmal im Import-Export hier in München, südliches Bahnhofsviertel, Goethestraße 30. Hat sich die letzten 3 Jahre zu einem Ort des Austauschs, der Kunst, der Kultur, der Begegnung entwickelt. Und in der vorhergehenden Episode hat der Michael vieles erzählt, was ihm persönlich hier widerfahren ist, wie er sich entwickelt hat und auch schon angedeutet, wie es weitergehen kann, auch wenn das Import-Export nicht genau an dieser Stelle weiterleben wird. Und jetzt ist sein Partner, Geschäftspartner oder wie würde man sagen, sein Lebenspartner, der Tunçay hier. Herzlich willkommen, Tunçay. Danke. Und ebenfalls willkommen. Merci. Schön, dass wir hier zu Gast sein können. Und ja, natürlich ist auch der Alesch wieder mit an Bord. Und ja, am Anfang stellt sich immer die Frage, wie fängt man an? Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Wir hatten ja schon angefangen. Wir hatten ja schon angefangen und knüpfen da einfach an. Ja. Du bist hier vor 3 Jahren aufgeschlagen an dem Ort und hast, wie wir es vorhin schon skizziert haben, Kammerspiele, das Stadtteilprojekt, da bist du gebeten worden, dich mit zu beteiligen. Jetzt bist du aber nicht erst seit 3 Jahren hier, sondern bist ja schon, ja, hast du auch ein Vorleben vor dem Import-Export. Vielleicht, wenn du es einfach nur ein Stück weit uns mal erzählst. Ja. Welchen Bezug ich zu dem Viertel habe. Zum Beispiel, genau, das wäre ja, genau der richtige. Ja. Das ist eine sehr interessante Sache, weil ich einen sehr intensiven Bezug hatte in meiner Kindheit. Mein Vater war organisiert in einem Verein in den 70er Jahren. Hier um die Ecke in der Schwanthaler Straße hatten die ihren Sitz. Das ist der türkische Volksverein gewesen. Eine eher linksgerichtete politische Institution. Ein Verein, in dessen Rahmen viele politische Diskussionen auch stattgefunden haben hier in der Schwanthaler Straße. Es war ja auch eine sehr turbulente Zeit in den 70er Jahren, die dann in den Putsch 1980 führte. Und in der Zeit haben wir, also mein Vater und seine Freunde, sich hier eben in diesem Verein organisiert, haben viel organisiert, viel veranstaltet auch. Wie alt warst du damals? Ich war damals ein Kind, 12. Und habe das nur so mitbekommen und das ist ganz lustig, dass du jetzt das erwähnst mit der Vorgeschichte, weil ich habe jetzt vor kurzem erst gemerkt, wie sehr ich doch in den Sachen, die ich mache, mich auch orientiere an den Initiativen, die mein Vater damals auch unternommen hat. Ganz unbewusst eigentlich. Das ist mir erst dann aufgefallen, als ich die alten Platten gefunden habe, die ich jetzt bei Super Stereo auflege und dann auch mich daran erinnert habe, dass mein Vater hier auch Konzerte für türkische Intellektuelle und Musiker, Musikerinnen hier veranstaltet hat, die damals auch vor dem Putsch teilweise geflohen sind. Cem Karaca hat lange in München gelebt zum Beispiel, den kannten wir auch persönlich. Ich kenne ihn jetzt gar nicht, tut mir leid. Das sind so Namen, die... das sind einfach Größen in der Türkei, die kennt man hier vielleicht nicht so gut, aber es sind einfach so Namen wie Cem Karaca, Selda, Timur Selçuk und Zülfü Livaneli. Das sind so Klassiker aus der Zeit. Und die haben sich für Freiheit eingesetzt. Das waren eher Leute, die in der Opposition sich befunden haben, ja, damals. Das hat sich dann mit der Zeit ein bisschen verändert und mittlerweile weiß man sowieso in der Türkei nicht, wer wo steht, aber das ist, glaube ich, in der ganzen Welt so. Auf jeden Fall war ich damals sehr, sehr sehr, sehr oft in dem Viertel und habe stark frequentiert. Ich war dann eine Zeit lang in der Türkei auch, von meinem 16. bis 20. Lebensjahr, da war ich nicht hier. Und als ich zurückgekommen bin, hatte ich so eine Phase, wo ich mich eher von der türkischen Community so ein bisschen abgewendet hatte. Es hat nichts mit einer negativen Haltung zu tun oder so, sondern ich habe einfach gemerkt, während dem Aufenthalt in der Türkei,
und vor allem in der Zeit, wo ich dann wieder zurückgekommen bin hierher, dass ich mit diesen verschiedenen Perspektiven, die doch sehr hart aufeinander prallen und die ich in mir auch absorbiert habe, die ich auch beide in mir trage, dass ich die, dass ich da so einen Widerspruch sehe und die Hintergründe dieses Widerspruchs nicht ganz verarbeitet habe. Und meine Persönlichkeit ist so, dass ich in so einer Situation erstmal in Klausur gehe und versuche, diese Hintergründe zu erforschen und zu verarbeiten, bevor ich dann, damit ich dann einen eigenen Blick auf die Dinge gewinnen kann. Und dann frage ich ab, okay, inwiefern stimmt mein Blick überein mit der einen Perspektive, mit der anderen Perspektive? Und ich bin auch mutig genug zu sagen, und wenn es nicht übereinstimmt mit irgendeiner Perspektive, dann bleibe ich bei meiner Perspektive. Was nicht sehr einfach ist, besonders wenn du in so einem Twitter-Verhältnis aufwächst. Und das hast du mit Anfang 20, hast du solche... 16. Hast du solche Gedanken... Ja, ich beschäftige mich schon sehr lange mit meinen Identitäten. Notgedrungen eigentlich. Ich würde nur sagen, dass vielleicht nicht viele Menschen dieses dringende Bedürfnis auch wahrnehmen und durchexerzieren, weil es ist schon eine harte Nummer. Es ist schon eine harte Nuss. Also als Gastarbeiterkind hier aufzuwachsen, und im Schulunterricht eigentlich immer diesen mitleidigen Blick der Deutschlehrerin auf sich walten zu lassen, die sich anguckt und auch einmal wörtlich gesagt hat, dass ich wahrscheinlich nie ein besseres Deutsch sprechen werden könne, was für mich ein Fragezeichen war. Weil in dem Moment habe ich mir eigentlich gedacht, warum denn? Ich mag doch Deutsch eigentlich gerne. Aber die Frau hat mir tatsächlich ganz subtil zu verstehen gegeben, dass erstens mal sie das nicht von mir erwartet und zweitens mal war es für mich ein Zeichen, okay, wenn so eine Lehrerin, für die du ja als Kind oder Pubertierender eher eine Anerkennung empfindest, wenn die das sagt, dann wird das schon stimmen und das setzt sich natürlich irgendwo fest. Ne? Und Jahre später erst, während meines Studiums, ich habe es dann tatsächlich geschafft, hier ein geisteswissenschaftliches Studium abzuschließen, habe ich erst gemerkt, wie sehr sie mir Unrecht getan hat. Du hast nämlich gesagt, dass sie das nicht von dir erwartet. Ich habe mir dann sofort gedacht, vielleicht auch nicht zutraut. Ja, klar. Ich war mal vorbei vor vielen Jahren im Kreisverwaltungsreferat und da habe ich damals noch vor dem EU-Beitritt habe ich dann bei einem neuen tschechischen Pass, den ich hatte, meine Aufenthaltsgenehmigung drin gebraucht als Stempel. Ja. Und dann geht man da so hin und sitzt da im Wartezimmer, kommt dann dran mit seinem Pass und dann hat er von hinten so eine Akte geholt, die dann so angefangen so ein bisschen durchzublättern und dann guckt er mich so an und sagt, seit fast 20 Jahren in Deutschland und immer noch keine Vorstrafe, weiter so. Nee. Ja, wirklich. Ach, super. Ja, wow, das ist ein Erlebnis, das wir das noch ist mal erlebt haben. Das ist mal ein Statement. Ja, Wahnsinn. Großartig. Das ist ja großartig. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Das ist echt, also das werde ich mir merken. Es gibt so einige interessante Statements, die man so zu hören kriegt, mit einem ungewohnt klingenden Namen oder so. Also, um zurückzukommen aufs Viertel, ich hatte dann eben diese Zeit, wo ich mich eben auch mit solchen Sachen beschäftigt habe. Das heißt, ich war so in der Auseinandersetzung mit mir selbst und auch in der Konfrontation mit mir selbst und ich habe mich wahnsinnig stark mit meinen Identitäten beschäftigt und habe halt gemerkt, dass die türkische Community mir gerade da nicht so helfen kann. Mein Vater hat mich dazu gedrängt, dass ich mich hier engagiere in türkischen Elternverein oder so war das damals. Aber ich habe gemerkt, dass der Blick ist mir zu eng. Ich wollte diese generelle Perspektive einfach mal hinterfragen und habe dazu dort den Freiraum nicht gehabt. Ich wollte die Kurdenproblematik, in Anführungsstrichen Problematik, hinterfragen. Ich wollte da einen eigenen Blick drauf kriegen, zum Beispiel. Ich wollte Kemal Atatürk hinterfragen. Ja.
was für mich wahnsinnig wichtig war, einen eigenen Bezug zu diesem Mann herzustellen, der eigentlich meine kulturelle Identität wahnsinnig geprägt hat. Das sind so Themen, die wichtig sind, wenn du einen türkischen Background hast. Und du kannst dich damit nicht frei auseinandersetzen, wenn du in der Enge der türkischen Community dich befindest. Du musst einfach deinen eigenen Raum erarbeiten, und den habe ich woanders gefunden, den habe ich in der Musik gefunden, den habe ich in der freien Kulturszene gefunden und war dort eben mit meiner Sache nicht alleine, konnte mich in aller Ruhe mit meinen Dingen auseinandersetzen, war aber auch gleichzeitig eben im Verbund mit anderen und habe dort so eine Art Ersatzfamilie gefunden, was für mich wahnsinnig wichtig war, wo ich auch sehr viel gelernt habe und mich auch engagieren konnte und Anerkennung kriegen konnte mit meinen eigenen Perspektiven. Was waren das für Menschen? Ja. Welche Musik und welche freie Kunstszene war das? Was muss ich mir da vorstellen? Also mich hat eigentlich, das klingt sehr banal, ist auch so eine Sache, eigentlich klassisch für türkische Gastarbeiterkinder. Ich war Hip-Hopper, ich habe Breakdance gemacht. Mit 14 habe ich damit angefangen. Dann habe ich mit 15 angefangen, Graffiti zu machen. Ich habe S-Bahnen bemalt, ich habe Hip-Hop gehört. Meine erste Platte war Grandmaster Flash and the Furious Five. Eine meiner ersten auch. Ja, eben. Und ich muss sagen, so ein Schub hat es mir dann gegeben, das erste Mal, als ich realisiert habe, dass die treibende Kraft hinter diesem Hip-Hop-Phänomen eigentlich der Funk war. Also Funk als Musikrichtung hat mir wahnsinnig viel Energie gegeben und wahnsinnig viel Selbstbewusstsein. Das war mir auch sehr wichtig, denn ich habe mich eigentlich mittlerweile so in der Pubertät habe ich mich sehr verloren gefühlt, denn ich hatte erstens mal, bist du Pubertierender, du hast sowieso keinen Stand und keine Anerkennung. Und dann bist du auch noch Gastarbeiterkind, dann hast du nochmal eine extra Front. Das war für mich eine sehr, sehr harte Zeit. Da musste ich mich immer so durchwursteln. Und da hatte ich eben ein wunderbares Backing von dieser kraftvollen Musik. Die hat mir sehr viel gegeben. Und das Tanzen hat mir sehr viel gegeben. Graffiti hat mir sehr viel gegeben. Da habe ich mir Selbstvertrauen erarbeiten können, das erste Mal. Das war für mich sehr, sehr wichtig. Aber eigentlich jetzt ohne die ganzen Minderheiten hier in Deutschland wäre doch sowas wie Hip-Hop fast gar nicht übersetzbar aus dieser amerikanischen Kultur in diese deutsche Kultur. Also wenn die das nicht so vorangetrieben hätten als eine Identifikationsplattform, so da projiziert man auf diese typische weiße, mittelständische, brav aufgewachsene Jugendwelt, hätte das ja nie so gezündet. Glaube ich gar nicht. Ja? Glaube ich gar nicht. Denn Musik, für mich war es Hip-Hop. Für jemand anderen kann es was anderes sein. Aber Musik hat einfach eine sehr, sehr enorme Kraft. Und ich glaube auch Hip-Hop ist nicht nur für das Ghetto-Kinder gedacht, sondern ich meine, da passt es natürlich wunderbar rein. Ja, ja. Dort wird es leider zurzeit auch sehr instrumentalisiert, okay, was ich sehr schade finde, aber mei. Aber ich denke, auch Wohlstandskinder sind verlassen und alleine mit ihrem vielen Geld und ihren Möglichkeiten. Und ich glaube, da gibt es auch einige Leute, die da auch eine Kraft finden in gereimten Worten und hinterlegt mit Beats und Musik. Das ist schon etwas sehr, sehr Universelles. Man darf es nicht so eng sehen. Und wichtig war für mich damals auch, als ich gemerkt habe, okay, dieses Hip-Hop-Phänomen alleine mit den roughen Attitüden und dieser Straßensprache ist es nicht. Dahinter steckt auch eine freie Kunstszene. New Yorks, Anfang der 80er. Und das war für mich auch sehr faszinierend, das zu sehen. Also diese Verbindung, auch zu sehen, dass dann eben solche Bands aus diesem Ding herauswuchern, wie zum Beispiel Blondie, die damit verbunden war, oder Kid Creole and the Coconuts and Defunct und so. Das waren alles Sugar für mich. Hill Gang, ist das so? Auch noch eine, was in dem Umgriff? Welche meinst du? Sugar Hill Gang? Sugar Hill Gang. Oder waren die jetzt so? Ja, Sugar Hill Gang war natürlich toll, das war klar. Aber im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass die ganzen Texte alle kopiert sind, alle geklaut, und dass es eine gecastete Hip-Hop-Band ist. Ja. Das ist eine andere Geschichte. Aber Curtis Blow? Curtis Blow, klar. Okay.
Aber abgesehen davon war das so mein erster Zugang zu Musik und zu Kreativität. Was sich dann natürlich auch weiterentwickelt hat und zu was anderem geworden ist. Aber der erste Impuls kam von dort. Und das hat mir eigentlich mehr oder weniger auch meine, wie soll ich sagen, auch ein Stück weit einfach mir auf den Weg geholfen und hat mir sehr viel Kraft gegeben. Und ich denke, ich zehre von dieser Kraft immer noch. Das kann ich nur unterstreichen. Also ich zehre von dieser Kraft immer noch, denn ich habe mein Selbstbewusstsein von dort. Ich weiß ganz genau, auch wenn du ganz alleine bist, mitten in der Nacht, Und du bist in Gefahr, vermeintlich, du bist trotzdem wer. Mhm. Du hast deinen Namen und du bist deine Persönlichkeit. Ja. Allen Respekt. Und das ist auch meine Herangehensweise jetzt. Das ist das, was mir Energie gibt. Und das ist, glaube ich, auch der Faktor, die Antwort auf die Frage, wenn die Leute herkommen und mich anschauen und sagen, sag mal, wie machst denn du das oder so. Mhm. Ich mache es, weil ich es machen muss. Ich kann nichts anderes machen. Ich kann nicht bei BMW arbeiten, ich kann nicht bei Siemens arbeiten, ich kann nicht in einer Institution als Angestellter arbeiten. Mhm. Dazu bin ich viel zu freiheitssüchtig, will ich schon fast sagen. Das heißt, das ist die einzige Art, wie ich arbeiten kann, wie ich mich auch in die Gesellschaft einbringen kann. Also stellt sich für mich es stellt sich für mich diese Frage nicht. Das heißt, ich bin einfach aus dieser ganzen Konfrontationsebene, die wirklich sehr hart ist in der Gesellschaft, muss ich wirklich sagen. Es herrscht eine sehr, sehr harte Konfrontationsebene da draußen. Besonders für junge Heranwachsende, ob sie jetzt rechtsradikale Nazis in Ostdeutschland sind oder ob sie kriminelle Jungs in Neukölln sind oder sonst irgendwas, ja, diese ganzen Klischees mal. Mhm. Es ist einfach hart. Mhm. Oder ob du auch jemand bist, der überhaupt nichts damit zu tun hat, wenn du in Situationen kommst, wo du alleine durch die Nennung deines Nachnamens schon einen komischen Gesichtsausdruck vor dir hast, der dich fragend anschaut, das ist schon ein hartes Gefühl. Mhm. Ne? Mhm. Weil in dem Moment, weil vorher war alles okay, ne? Hast dich nett unterhalten, in dem Moment, wo du sagst, du bist der Tunjai, verändert sich der Gesichtsausdruck, das passiert mir immer noch bei Leuten, die mich nicht kennen. Ne? Mir ist es so widerfahren, als ich hier anfangs halt immer mal hergekommen bin, da habe ich überhaupt erst irgendwie so am Rande mitgekriegt, dass du Tunjai heißt. Ja. Also von der äußeren Erscheinung her, jetzt genau. Finde ich dich jetzt nicht als südländischen Typ, so genau. Im ersten Blick zumindest. Genau. Aber für mich war es... Ich bin ja auch kein südländischer Typ. Ja, ja, ja. Meine Vorfahren sind Kaukasen, wir sind Bergmenschen, das sind im Schwarzen Meer, roughes Klima. Ja, genau. Also im Grunde genommen hat das aber mit südländisch auch nichts zu tun. Genau, und wenn ich mich auch jetzt so zurückerinnere, dann warst du halt der Tunjai, du hättest auch der Peter sein können. Ja, klar. So war meine halt. Oder der Ian. Also meine Erfahrung in der Richtung als Minderheit oder als Ausländer in Deutschland war ja immer vollkommen umgekehrt. Dass wenn ich zu den Leuten gesagt habe, ja vielleicht solltet ihr das jetzt am Tisch nicht so einfach frei heraus sagen, weil ich bin ein Ausländer. Mhm. Dann haben gesagt, woher bist du denn? Ach, du bist ein Tscheche. Nein, du bist ja, das Tschechen, das sind ja wie Deutsche, ihr seid doch einer von uns. Ich habe gesagt, nein, ich bin nicht einer von euch. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Das ist die wesentliche Frage. Ich hab vorhin mit einer Freundin drüber gesprochen. Wer seid ihr, wer sind wir? Ne? Ja. Also, was vielleicht da jetzt auch ganz gut anschließt, ist, mein Vater ist Sudetendeutscher. Aha. Ja, ich meine, jeder hat seine Geschichte, Tscheche, Sudetendeutscher. Die einzige Aufgabe besteht immer nur in der Überwindung. Ja. Weil ab einem gewissen, wenn man lange genug über die Dinge nachdenkt, dann merkt man, irgendwann kommt der Widerwille, da in irgendeiner Form zu partizipieren, irgendeine Fahne zu schwenken. Ich hatte das in meiner Kindheit dann hier in Deutschland oft erlebt, dass es dann hieß, ja, also zu meinen Eltern würde ich dich nicht nehmen, weil die sind alle irgendwie aus Gablons und die würden, wenn die erfahren würden, du bist Tscheche, die wären nicht froh, dass ich dich zum Abendessen mitgenommen habe. Nö, echt? Ja, das, also
gibt es, wenn man so Richtung Kempten fährt, da findet man viele Familien, wo ein Tscheche nicht zum Essen eingeladen wird. Interessant. Aber ja, da bist du dann als Türke wahrscheinlich, da wirst du dann wahrscheinlich gar nicht auf der Liste auftauchen von denen. Nee, das bezieht sich nur auf Polen und Tschechien. Polen und Tschechien? Ja. Also Schlesien zu denen. In Gablonz hat man eine spezielle Abneigung gegen Polen und Tschechien. In Neugablonz. In Neugablonz, ja. Aber das geht ja alles zu Ende. Also das ist ja auch, das, manche Dinge müssen leider nach Generation einfach auch ein bisschen aussterben. Also heute spielt das keine Rolle mehr. Es mag ja noch irgendwelche Vereinigungen geben, die da immer noch ein bisschen trommeln, aber... Was mir jüngst widerfahren ist, gestern, oder was vorgestern, laufe ich zum Hauptbahnhof und da habe ich das zumindest erstmal bewusst wahrgenommen, wie einer hetzt. Ja. Da war dann seine Freundin neben ihm gelaufen, die so beruhigen wollte. Und da habe ich mir echt in die Ohren gedacht, wie reagiere ich jetzt? Also so, die sollen alle abhauen, die Frauen, die Burkas und die verschleiert und unsere Frauen, die touchen es dann an und da halten sich nicht zurück und so, aber ihre sind dann so. Stimmt. Ich hatte nicht. Also ich habe dann ihn fixiert halt. Ja, immer wieder angeschaut. Ah ja, gut. Ja, ich hatte meine Uniform an, weil ich bin Schaffner. Ah ja, okay. Aber er hat immer weitergemacht. Seine Freundin hat dann mitgekriegt, dass er jetzt da... War das im Zug oder was? Nee, das war auf dem Weg zum Bahnhof in hier die Goethestraße. Ah, okay. Und ich habe mir auch vorgenommen, das nächste Mal werde ich einfach sagen, sind wir ein wenig Rassist? Und dann mal gucken, was passiert. Einfach mal das auch mal zu thematisieren. Ja, ja, klar. Weil ich frage mich auch manchmal, was hätte ich zwischen 33, 45 oder noch vor 33 getan? Ja, wäre ich Mitläufer gewesen? Ja, klar. Oder wäre ich jemand, der auch mal Mut hat, sich zu äußern? Klar. Und zu sagen, stopp, was geht denn hier jetzt ab? Klar. Klar. Also das... Nee, ich finde, es ist einfach wichtig, in dem Moment auch was zu sagen und auch da zu sein. Ja. Ne? Und nicht gesichtslos zu sein. Und stumm zu sein. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Auch mit einem Blick kann man sehr viel erreichen. Mhm. Also. Auf der anderen Seite, manche Leute haben einfach eine Art von Rauschzustand, eine Art von kurzzeitigen Amok. Dinge, die komplex sind und in so einem Menschen drinstecken, die entladen sich auf so eine lächerliche Art und Weise. Das kann sogar in dem Fall durchaus so gewesen sein. Aber trotzdem auch, dass die Umstehenden mitkriegen. Es gibt Menschen, die einfach standhaft... Darum geht es hauptsächlich, um die Umstehenden. Das ist natürlich das große Problem dieser Gesellschaft, nicht wahr? Also man möchte ja nicht auf sich allein gestellt sein und hoffen, dass jemand aus der Umgebung eines Zugabteils oder sowas einem hilft bei ihrer Situation. Also das ist heute... Ich glaube, es ist... Da bin ich wirklich mittlerweile... Das hat mir wahnsinnig geholfen, auch zu sehen, dass es nicht nur diese Gesellschaft ist. Ne? Also ich glaube, wir haben das Problem des Faschismus überall. Zu Faschismus habe ich eine ganz eigene Haltung. Ich denke, dass Faschismus einfach ein Relikt aus unserer Zeit, aus der Zeit ist, wo wir alle noch, wo der Mensch eigentlich noch viel mehr um seine Existenz kämpfen musste und auch wie ein Tier agieren musste. Und ich denke, dass es auch etwas Natürliches ist, aus einer Zeit vor der Zivilisation. Und deswegen glaube ich, dass man nicht sagen kann, du bist Faschist, ich bin keiner. Nazis sind Faschisten, Sozialdemokraten können gar keine Faschisten sein oder so. Sondern Faschismus steckt eigentlich bis zu einem gewissen Quäntchen, denke ich, in jedem von uns, und der Kampf mit dem Faschismus, Kampf gegen den Faschismus bedeutet eigentlich auch gleichzeitig eine harte Konfrontation mit sich selbst. Ohne die kannst du keine Form von Faschismus effektiv, ich sage nicht bekämpfen, sondern du kannst dem Faschismus nicht effektiv entgegenschreiten, ohne auch dich mit dir selbst zu konfrontieren. Denn diese Leute agieren mit den niedersten menschlichen Instinkten und sie packen dich an deiner Angst und an deinem Quäntchen Faschismus. Da haken sie sich rein. Und um das zu verhindern, musst du erstmal wissen, wo ist dieser Punkt in mir selbst, um den zu erkennen, meiner Meinung nach.
Das finde ich ganz interessanten Ansatz, weil, wie gesagt, man muss nicht mit einem braunen Hemd durch die Gegend laufen, nee, und dann, aha, nee, sondern das, wie du schon sagst, nee, ist ja auch so, dass auch heute der Mechanismus ist ja mehr Chauvinismus. Das heißt, also Chauvinismus auf einer sehr universellen Ebene, ein Chauvinismus, der zwischen ganzen Ländern besteht. Ja. Chauvinismus ist, wenn eine bestimmte Gruppe der Meinung ist, sie ist mehr wert als jede andere Gruppe. Egal, ja, in welcher Form, egal, ja, ob das Männer gegenüber Frauen sind, ob das Industriekonzerne sind gegenüber den Bevölkerungen von irgendwelchen Drittweltländern, die, ja, dann in deren Fabriken für 2 Cent die Stunde arbeiten. Also das ist alles Chauvinismus. Und davon haben wir wirklich so viel, dass, ja, man gar nicht weiß, wo man anfangen sollte, ja, aufzuräumen. Insofern, also ich habe ja lange Zeit in der Türkei und habe dort den Chauvinismus und auch den Faschismus, ja, miterlebt, den alltäglichen. Insofern glaube ich, dass man jetzt nicht sagen kann, in dieser Gesellschaft, in Deutschland ist es besonders schlimm, sondern in Deutschland hat man wenigstens noch die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, ohne gleich als Vaterlandsverräter, ja, an den Pranger gestellt zu werden. Ja? Das ist nämlich, ja, dann auch noch ein anderer Fall, den man... Mich würde aber interessieren, und zwar etwas Spezielles zur Türkei, aber die Türkei gehört zu einer... zum Kulturkreis oder so, das ist ein Staat, das ist eine Nation, die Türken, die etwas gemeinsam haben mit einigen anderen Nationen. Ich könnte jetzt nennen zum Beispiel die Russen, die Chinesen, die Deutschen, die Serben, die haben alle eins gemeinsam, sie blicken historisch auf eine Ära, wo sie ganz groß raus waren, wo sie sozusagen kulturbestimmend waren für einige Jahrhunderte in einem ganzen, ja, Lebensraum. Macht es solche Nationen schwieriger zu kritisieren als andere? Sich selbst zu kritisieren, meinst du? Aber auch von außen kritisiert zu werden. Sind sie, reagieren die empfindlicher auf Kritik? Ach so, das meinst du damit? Ja, natürlich. Das ist mit Sicherheit so, klar. Weil da dieser Hintergrund ist, klar, weil natürlich auch diese Empfindung ist, dass man ja auch mal, heute ist man ein Staat von vielen. Alle dieser Länder sind irgendwie Staaten von vielen und müssen sich irgendwo an so einer Art realpolitischen Prozess beteiligen, aber irgendwann waren sie so richtige Hyperreiche. Ja, ich meine, im Endeffekt entstand ja der Erste Weltkrieg auch aus so einer Art Komplex. Ne? Wir waren mal riesig, was sind wir jetzt geworden, um Gottes Willen, und so, aus so einem Stolz heraus. Und klar sind das, ich sage mal, stolze Nationen, wobei für mich der Begriff Nation ein sehr komisches Gebilde ist, und im Zusammenhang mit der Türkei verstehe ich das auch nicht, denn ich glaube nicht, dass man die Türkei als einen homogenen Staat betrachten kann, der aus einer Form von Identität besteht. Ich denke, das ist auch überall anders. Ich sehe die ganze Welt eigentlich als einen Fleckenteppich von Ethnien und Kulturen, und nicht als Nationen. Nationale Grenzen sind für mich künstlich geschaffene Aquarien. Aber das war doch die größte Errungenschaft sozusagen des Kemalismus. Klar. Dass man dann sagen konnte, das sind jetzt die Türken. Klar. Zum ersten Mal. Aber das war Mitte der 20er. Wir haben jetzt 2013. Okay. Also, das ist auch der Punkt. Natürlich war das, was Kemal Atatürk damals gemacht hat, das einzig Richtige, meiner Meinung nach. Ich habe eine hohe Anerkennung für diesen Menschen, der meiner Meinung nach einer der größten Staatsmänner dieser Erde gewesen ist und ein wahnsinnig talentierter Stratege, ein wahnsinnig talentierter Politiker und ein großer Mensch. Und er hat zu seiner Zeit genau das Richtige getan. Man kann ihn aus der jetzigen Warte kritisieren und auch einige Schwächen an ihm erkennen. Und die auch in Frage stellen. Also ich frage mich jetzt zum Beispiel, hätte es sein müssen, dass man unbedingt das lateinische Alphabet einführt? Denn die osmanische Sprache ist wahnsinnig schön. Ich zum Beispiel, von meiner Warte her, ich finde es schade, dass sie nicht mehr in der Form gelebt und gesprochen und geschrieben wird. Aber ich glaube, es war für ihn eine politische Entscheidung. Er wollte einfach die Kraft der religiösen Machtstrukturen unterbinden und das mit einer mehr oder weniger, ich meine, er kommt aus dem Militär, ne?
und hat auch einen preußischen Hintergrund. Ne? Der hat ja, soweit ich weiß, in Deutschland auch studiert an der Militärakademie. Der wurde schon auch, der war hier auf einem Gaststudium auch in Berlin, denke ich. Und die ganze osmanische Militärtradition ist ja stark verbunden mit dem Preußischen, also auch mit dem, denn die waren ja nicht umsonst Verbündete im Ersten Weltkrieg. Ne? Also er kommt schon aus dieser Tradition und ist somit auch gründlich vorgegangen, ne? Und hat sehr intelligent kombiniert und nachgedacht und hat auch seine Entschlüsse so gefasst. Das Problem ist natürlich, dass er die Entschlüsse selber gefasst hat und fast im Alleingang durchgezogen hat. Nur du hast einfach, wenn ein Imperium, das Osmanische Reich zugrunde geht, hast du keinerlei demokratische Strukturen. Die kannst du auch nicht innerhalb von 5-6 Jahren aufbauen. Es war gar nichts anderes möglich. Trotzdem muss ich sagen, dass er einer der wenigen Staatsmänner ist, die es geschafft haben, als Militär in eine zivile Position zu rücken und eine mehrparteiliche Demokratie, auch wenn sie meinetwegen künstlich installiert worden ist aus mancher Perspektive, aber er hat sich Mühe gegeben, dass eine Mehrparteiendemokratie eingeführt wurde in diesem Land und hat sich selbst auch aus dem ganzen Politischen irgendwann einfach rausgenommen und war dann einfach nur noch Staatsoberhaupt. Und ich denke, er ist auch nicht umsonst an Leberzirrhose erkrankt und er ist auch nicht umsonst an seiner Alkoholsucht gestorben. Ich denke, er war in der letzten Phase seines Lebens auch sehr unglücklich, weil er einfach gemerkt hat, er kommt aus diesem Korsett nicht raus. Und er hat wahnsinnig viele Leute um sich herum, die intrigant sind, die radikal sind, Islamisten, Traditionalisten, die seine Vision überhaupt gar nicht verstehen. Und er selber ist ein Militärmann. Er kommt einfach aus dem Bereich. Und ich glaube, man kann auch nicht vom Atatürk erwarten, dass er die eierlegende Wollmilchsau sein hätte können. Das konnte er dann einfach nicht, das ist klar. Aber ich meine, das, was er erreicht hat, ist schon großartig. Und die Katastrophe von Dersim 1936 ist passiert 2 Jahre vor seinem Tod. Und ich glaube, dass er da eigentlich schon einen großen Teil seiner Macht eingebüßt hatte. Und auch ganz andere Strukturen, die mittlerweile auch immer noch in der Türkei eine sehr große Macht haben, Einzug gehalten haben. 36, Dersim? Dersim, das war die das jetzige Tunceli, ehemals Dersim, die Kurdenhochburg. Da gab es damals eine sehr, sehr radikale militärische Maßnahme gegen die kurdische Bevölkerung. Es gab einen kurdischen Aufstand. Es sind wahnsinnig viele gestorben und seitdem ist der Name Dersim jahrzehntelang in der Türkei eigentlich nicht mehr benutzt worden, offiziell durfte man. Man hat den Namen der Ortschaft geändert, in Tunceli umgetauft. Und das war zum Beispiel so etwas, wo ich sagen kann, das war ein Tiefpunkt seiner politischen Ära. Und das ist etwas, was ich nicht akzeptieren kann. Ich kann auch nicht akzeptieren, dass er die kommunistische Opposition vernichten hat lassen. Das sind natürlich so ein paar Punkte, wo man ihn durchaus kritisieren kann auf der anderen Seite, aber muss man das große Ganze sehen und man muss es aus der Zeit sehen, in der Zeit sehen, in der es passiert ist. Und da muss ich sagen, nach wie vor ein sehr erfolgreicher, großer Staatsmann. Und das kann ihm keiner nehmen. Atatürk war kein Diktator. Meiner Meinung nach, ist meine Meinung. Ist es dann so, dass die Leute sich mehr Mühe geben müssen bei der Betrachtung historischer Persönlichkeiten oder Ereignisse? Oder dass der Ansatz ein anderer sein sollte, dass man die Leute immer ausschließlich im Kontext der Zeit, in der sie lebten, sehen kann? Oder ist es gültig, eine Art universelle, aus unserem jetzigen Zeitgeist stammende Betrachtung auf jemanden zu projizieren? Man kann alles machen. Ich finde es nur ungerecht, wenn man... Es gibt Leute, die halten ihn einfach nur für ein Monster. Von vorn bis hinten. Ein Monster war er definitiv nicht. Ich glaube, die Ansicht, dass er ein Monster war, die hat auch damit zu tun,
Weißt du, mir ist es heute erst aufgefallen. Ich habe es auch heute in meinem Blog gepostet. Bashar al-Assad war jahrelang ein Staatschef. Mhm. Seit ungefähr einem Jahr ist er ein Diktator. Es wird auch hier rückwirkend immer geschrieben, ich war so als eine historische. Ja, das ist einfach ein Punkt. Atatürk war auch jahrelang in den westlichen Medien der Vater aller Türken. Mhm. Und jetzt ist er ein Diktator. Mhm. Und ich glaube, das hat wahnsinnig viel damit zu tun, dass man sich einfach in Europa jetzt, dass man in Europa eine Möglichkeit findet, eine tragbare Struktur zu finden, um klarzukommen oder beziehungsweise um in einem gesunden Bezug zu diesem neokapitalistischen Islamismus treten zu können. Mhm. Und für die ist Atatürk ein Monster, mhm. weil er sie nämlich damals nicht zugelassen hat. Ne? Und um sich denen anzubiedern, glaube ich, dass man jetzt in Europa gerne mal Atatürk zum Diktat, dass man Atatürk eigentlich mehr oder weniger opfert und ihn zum Diktator erklärt, damit man jetzt klarkommt mit diesen ganzen Strukturen, die wirtschaftlich sehr vorteilhaft sind und sein werden, sonst würde man sich ja nicht so viel Mühe geben, dort so viele Kriege zu veranstalten, um dort einen Bezug herstellen zu können. Aha. Denn der neokapitalistische islamische Fundamentalismus ist die protegierte Staatsform in dieser ganzen Region. Und die Türkei spielt dort strategisch eine sehr wichtige Vorreiterrolle. Und ich glaube, dieser Vorreiterrolle trägt man damit Rechnung. Und das ist auch der Grund, warum jetzt hier es so trendy ist, Atatürk als Diktator zu betrachten. Besonders unter den Intellektuellen und unter den vermeintlich liberalen Gruppierungen und Kulturvereinen und so weiter und so fort. Das ist jetzt einfach mal trendy, sage ich mal. Aber meiner Meinung nach wird man damit nicht viel erreichen, denn man muss sich ja nur die Geschichte betrachten und dann wird man schon sehen, was Kemal Atatürk geleistet hat und welchen Background er hatte. Man kann ihn kritisieren, wie gesagt, aber man sollte ihn nicht instrumentalisieren und schon gar nicht für so billige Zwecke. Wichtig ist natürlich die Faktenlage. Das ist viel wichtiger, weil alles andere ist ja einfach nur die empfundene Meinung von Leuten. Wenn jemand eine empfundene Meinung sehr laut kundtut, dann halten das die Leute für die Wahrheit, aber es ist trotzdem nur eine empfundene Meinung. Klar. Du hast einen interessanten Begriff, der mir heute zum ersten Mal begegnet ist, benutzt. Neoliberal wollte ich sagen. Neoliberaler islamistischer Fundamentalismus. Okay. Was? Neoliberale Islamisten eigentlich. Ja. Also das ist die Koppelung von dem neoliberalen Turbokapitalismus mit dem islamischen Fundamentalismus. Also Wahhabiten zum Beispiel. Also das Leben in Dubai. Kann man so, ja, kommt schon hin. Also das ist einfach auch ein sehr großes Kapital. Das muss man schon auch so sehen. Und es gibt auch so Leute wie Fethullah Gülen, die ja auch protegiert wurden vom Westen und ganze Armeen, Armadas von Schulen eingerichtet haben überall auf der Welt und ihre neuen Generationen erziehen. Das wird schon seinen Grund haben. Ne? Das ist nicht einfach nur religiöser Fanatismus, sondern das hat System und Struktur. Das sind hochintelligente, gut ausgebildete Menschen. Und das ist einfach eine neue Riege der politischen und wirtschaftlichen Macht, die sich gerade breit macht in dieser ganzen Region. Und die betrachtet man von westlicher Seite und von europäischer Seite her auch als Ansprechpartner. Nicht mehr die demokratischen Strukturen, Das ist ja hochinteressant. Ja, natürlich, das ist so. Weil für mich Islamismus muss unter dem Aspekt Terror bekämpft werden und dann freiheitliche Grundordnung installieren, um dann den Kapitalismus als Wirtschaftsform. Also wenn du dir die Sachen anschaust, die in Ägypten passiert sind,
dann oder jetzt in Syrien passieren. Ich meine, die Rebellen, das sind alles Islamisten, die jetzt unterstützt werden. Das ist ja schizophren auf der einen Seite. Naja, dort wird gerade ein System installiert. Mhm. Und insofern kann ich auch Bashar al-Assad verstehen. Mhm. Ne? Der hat ja seine Haltung nicht im Wesentlichen verändert. Vorher war er Staatschef, jetzt ist er Diktator. Erklär dem Mann das doch mal einer. Warum hat man ihn vorher hofiert? Warum hat man ihn ständig besucht? Auf Staatsbesuche ist man gegangen nach Syrien. Und genauso war es mit dem Gaddafi auch. Ein paar Monate vor dem Kriegsausbruch war ja noch der Sarkozy bei ihm. Also ich meine, wenn du die Leute als Diktator bezeichnest, dann bezeichne sie halt gleich als Diktator. Und nicht nur dann, wenn sie nicht mehr deinem Vorteil entsprechen. Also ich meine, das ist das, was ich von der entwickelten westlichen Welt leider erwarte. Und wie bin ich wahrscheinlich zu naiv. Wie verfruchtet sich Kapitalismus und Islamismus, dass das gut zusammenpasst und auch den Zielen des Westens dient? Das spielt doch keine Rolle, das ist einfach nur eine riesige Grätsche. Also Kapitalismus. Also das muss ja. Der Kapitalismus funktioniert wunderbar, wenn du möglichst viele Menschen, ja. Massen, ja. Dazu bringen kannst, in einen Geldfluss, ja. in einem System durchzuführen, den du eingerichtet hast. Genau. Ne? Genau. Ganz einfach. Und wenn du jetzt eine starke ein starkes machtpolitisches Instrument hast, wie die Religion, ja, okay. kannst du Massen von Menschen, kannst du genau sagen, um die Uhrzeit nimmst du das, um die Uhrzeit machst du das und um die Jahreszeit pilgerst du nach Mekka und dann kommst du zurück, dann fängst du an zu arbeiten. Wenn du 22 bist, investierst du in das. Du kaufst nicht bei dem, sondern du kaufst bei dem, weil der ist unser Mann. Und so kannst du das wunderbar machen. Und genauso macht man das ja im Westen auch. Macht man ja auch nicht anders. Ne? Man denkt, man ist hier besonders frei und so. Aber man ist nicht frei. Überhaupt gar nicht. Sondern ich weiß ganz genau, wenn ich ein Kind kriege, was dieses Kind kauft, wenn es, im Grunde genommen kauft es schon, bevor es geboren wurde. Und das setzt sich fort. Ab einem gewissen Alter braucht es das, dann braucht es das, dann braucht es das. Und das kannst du als Elternteil, wenn du in dieser Gesellschaft lebst, nicht mehr verhindern. Du reagierst ja auch selber, ich meine, ich sehe es ja an mir selber. Und wenn, auch wenn ich das nicht bewusst durchführe, wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, was mit diesem, was in der Pharmaindustrie läuft, das passiert ja alles völlig unabhängig von mir. Ich kriege irgendwelche Zeugs, irgendwelche Sachen in Produkten geliefert, die ich zu mir nehme, denen ich vertraue, dass sie halbwegs okay sind. Ja. Und dabei sind da irgendwelche Substanzen drin, die mich krank machen. Und dann muss ich zum Onkel Doktor. Und der gibt mir dann genau die Medizin, wo der Pharmakonzern ihn vorher schön geschult hat, sie einem zu geben. Also ich meine, solche Sachen sind stinknormal und die brauchst du in einem kapitalistischen System. Du brauchst keine Menschen, die sich frei entscheiden und frei kaufen, frei entscheiden und nach ihrem eigenen Bewusstsein kaufen, sondern du brauchst Leute, die möglichst wenig denken. Deswegen hat man uns auch wahrscheinlich jahrelang Fluorid in irgendwelche Lebensmittel reingemischt, weil es nämlich einen insofern beeinflusst, dass man eben kein eigenes Denken und kein eigenes Selbstbewusstsein unbedingt verspürt. Also solche Dinge gibt es. Mhm, ne? Und insofern passt... Ja, das war mir jetzt ganz wichtig, weil ich war mir vorher noch nicht so bewusst, dass es auch da ein Interesse gibt, Islamismus und Kapitalismus. Sehr große Interessen. Ja, ja. Aber das war schon immer so mit Religion und Kapital. Ja. Also ich meine, der Vatikan hat auch kein anderes Interesse, denke ich, als Macht und Geld. Und das ist auch der Unterschied für mich zwischen Religion und Glauben. Religion ist ein Machtinstrument, Glauben ist etwas anderes. Ist ein Bekenntnis. Genau. Aber jetzt sind wir ganz schön abgewichen. Ja. HSW, halb so wild, beziehungsweise sogar, das ist ja auch das, was wir schätzen, dass es einen Flow hat. Und, ja. Um jetzt einfach mal, wenn ich aufs Viertel wollte ich eigentlich genau, zurückkommen. Ja, genau.
Ich habe dann meinen Bezug zu diesem Viertel. Also das sind so, was wir jetzt gerade so durchgesprochen haben, das sind so Gedanken, die mir in den Jahren immer wieder durch den Kopf gegangen sind, die auch zu großen Auseinandersetzungen mit mir selbst geführt haben und mit meinem Umfeld. Und im Grunde genommen hatte ich kein großes Bedürfnis, mich in diesem Viertel einzubringen. Als das Projekt mit den Kammerspielen 2010 stattfand und man unter anderem mich gefragt hat, auch wieder aus diesem Background heraus, ne, der mich eigentlich stört. Da haben wir unseren Vorzeigemigranten. Genau. Wollte ich eigentlich nicht. Aber es war so eine Zeit, wo wir ein Projekt hatten draußen auf dem Lande mit Michi Schild und er dann quasi wir uns entschieden hatten, dort aufzuhören, und das war genau der richtige Zeitpunkt. Dann haben wir halt gesagt, ja, dann machen wir es halt. Das war nur ein einmonatiges Projekt, das wäre halt ein wunderbarer Einstieg hier in der Stadt wieder, und dann haben wir das gemacht und uns hat das wahnsinnig gut gefallen. Besonders hat uns sehr gut der Ansatz von den Kammerspielen gefallen, die gesagt haben, eigentlich haben wir uns das so gedacht, wir freuen uns, wenn das weitergeht. Und sie haben es uns überlassen, wie wir diesen Laden nennen. Und auch die Inhalte, die wir hier reinbringen, konnten wir zum Großteil selber bestimmen und so. Also wir waren nicht nur das Foyer eines Projektes der Kammerspiele, sondern wir hatten auch eine gewisse Unabhängigkeit in der Themenwahl, die uns immer noch wichtig ist. Und da haben wir zugesagt, obwohl wir wussten, dass wir in einem Monat wahrscheinlich nur Verlust machen werden mit dem Schmarrn. Aber die Perspektive auf eine Weiterführung hat uns dann schon dazu getrieben, dass wir gesagt haben, okay, probieren wir es einfach, machen wir es mal, springen wir mal. Und dann war ich plötzlich wieder in diesem Viertel. Ne? War wieder mit meiner Identität konfrontiert. Und habe aber dann gemerkt, wie sehr mein Wust an Gedanken, den ich so mit mir rumgetragen hatte die ganze Zeit, und dieser Verarbeitungsprozess, wie sehr der schon gefruchtet hat, ohne dass ich es gemerkt habe. Ich war vorher sehr unsicher, wenn ich hierher gekommen bin, also aus diesem Grund eben. Und jetzt plötzlich habe ich gemerkt, wow, ich habe einen Stand. Und fühle mich hier wohl. Es ist wieder so ein Zurückkommen geworden zu einer Form von Identität, aber nicht zu einer nationalen Identität, sondern eine Mischung zwischen lokaler Identität, ich bin Münchner, und kultureller Identitäten, denn ich bin Deutscher. Und gleichzeitig habe ich auch meinen türkischen Background, den ich eher regional verorten würde. Aber du bist auch Hip-Hopper. Also, ne? Also kulturell ist ja nicht nur an Nationalität gebunden, klar, sondern du bist klar Funk-Fan, klar, und du bist DJ, klar, und du bist jemand, der... Klar. Ich sehe mich auch als Funketeer. Also ich mache Sachen schon auch aus diesem Background. Und das passt hier in diesem Viertel einfach wunderbar zusammen. Ne? Die meisten Türken hier in der Umgebung sind wesentlich funkier als die Leute im Glockenbachviertel, muss ich ehrlich sagen. Das gefällt mir auch gut. Also ich verstehe mich zum Beispiel wunderbar mit dem Mahil Zeytinoğlu, der einer der angesehenen Geschäftsleute in diesem Viertel ist. Und was mir daran sehr gut gefällt, ist, dass wir einfach so ein Verhältnis haben der Anerkennung, obwohl wir sicherlich in vielen Dingen anders denken und er auch viel mehr traditionell in seinem traditionellen Background verhaftet ist als ich. Aber er schätzt unsere Arbeit und ich schätze ihn als jemanden, einen respektablen Geschäftsmann in diesem Viertel. Und wir unterstützen uns auch. Er unterstützt uns insofern, dass wir ab und zu auch Leute bei ihm unterbringen können, Künstler, die wir herholen. Oder aber, dass wir unseren Ersatzschlüssel bei ihm in der Rezeption bunkern können, zum Beispiel. Und so haben wir einfach ein ausgewogenes, sehr, sehr angenehmes Verhältnis. Und ich betrachte ihn auch in dieser türkisch-patriarchalischen Form, ja, als einen
als einen Älteren von mir, von dem ich viel lernen kann. Ne? Wir haben so einen, auch so einen Bezug, den ich mittlerweile auch akzeptiere, mit dem ich auch lange Jahre gehadert habe, aber ich kann das auch akzeptieren. Ich denke, so etwas macht auch Sinn. Und da fühle ich mich eigentlich auch sehr, sehr wohl. Also ich sehe mich hier als jemanden, der einen Laden hat, genauso wie andere auch ihren Laden haben. Ja? Und ich habe auch in der Türkei im Handel eine Zeit lang Erfahrungen gemacht und ich finde, ein Teil dieses Ortes ist auch der wirtschaftliche, aber nicht im Sinne von einer kommerziellen Einrichtung, sondern es ist einfach der Aspekt des Handelns. Und das ist einer der wesentlichen Aspekte der menschlichen Kultur, neben der Landwirtschaft. Ne? Seidenstraße, Gewürze, genau. Stoffe. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Aspekt, den man in der Kultur auch wieder aufleben, zum Wiederaufleben bringen müsste. Denn im Handel steckt auch eine verantwortungsvolle Haltung. Ne? Du hast menschliche Bezüge. Du bist nicht nur jemand, der namenslos irgendwas verkauft und es ihm scheißegal ist, ob du jetzt eine Freude damit hast oder nicht, sondern du stehst auch dafür, für das, was du verkaufst. Das ist eigentlich so ein Aspekt, den habe ich erst neu entdeckt. Das ist auch ganz neu wiederentdeckt. Das ist eigentlich auch ein ganz interessanter Aspekt von diesem Viertel hier. Ich denke, es ist auch ein wichtiger Aspekt des Lebens in diesem Viertel. Also ich versuche mich einfach an jedem Ort, an dem ich bin, auch wirklich der speziellen Atmosphäre und der speziellen Inhalte dieses Ortes auch anzupassen und mich dort einzubringen. Das ist, glaube ich, auch eine menschliche Aufgabe, die fast jeder von uns, jeder von uns eigentlich hat. Das ist ganz interessant, dass das eher verloren gegangen ist, weil auch wenn ich selbstkritisch mich reflektiere, bevor ich mich mit meinem Viertel auseinandersetze, ich habe meine Wohnung, da gehe ich in den vierten Stock, ich kenne meine Nachbarn nicht, bin relativ isoliert, konsumiere im Supermarkt an einer namenlosen Kasse, sage ich jetzt mal. Und mir ist auch erst so bewusst geworden, Moment mal, 17 Jahre bin ich jetzt hier. Das kann es doch nicht sein, dass ich einfach nur hier in quasi einem Wohn-Silo, es sind ja nur 5 Stockwerke, aber und dann nur den Weg zur Arbeit und von der Arbeit kenne und nicht viel mehr drumherum. Es gehört aber auch dazu, neben meiner eigenen Haltung, Einstellung, wie ich mein Leben gestalte, die Orte, die Möglichkeiten. Wenn ich in einem Viertel lebe, wo es in meiner Straße keinen Baum gibt, wenn es keinen Platz gibt, wo ich ohne zu konsumieren mich in der Öffentlichkeit einfach mal niederlassen kann, wenn es keinen Ort gibt, wo ich sage, da ist die Dezibel tagsüber mal so, dass man sich auch unterhalten kann, ohne dass der Verkehr vorbeirauscht. Ja? Und deswegen finde ich es, und deswegen berührt mich das so, auch dieser Ort hier, weil er ist niedrigschwellig, er ist zentral gelegen, er ist facettenreich. Und gerade mit euch beiden und dem ganz großen Netzwerk und dem Konglomerat, das sich hier so immer wieder durchbewegt und ändert und so, ist hier ein Ort geschaffen, wo es eben so viele Anknüpfungspunkte gibt. Und wenn wir vorhin bei Rassismus waren, was ist denn der größte Feind des Rassismus ist der Dialog. Und deswegen habt ihr ja auch diese Reihe ins Leben gerufen, dieses Projekt Dialog. Weil mit dem ich mich austausche, dem haue ich nicht so schnell eins über die Mütze. Und das hat mich auch so angesprochen, wie du in einem anderen Zusammenhang mal gesagt hast, es braucht Zeit, bis der 10 Meter auf der anderen Straßenseite ist, überhaupt erstmal so organisch in Kontakt mit mir kommt, ohne dass ich jetzt da so eine Einladung drüber schicke. So steif dann. Deswegen denke ich, ist es auch wichtig, diesen Ort, wenn er jetzt hier aufgrund der Abrissbirne nicht mehr ist, gerade in diesem Viertel weiterzuführen, wie ihr das vorhabt. Ne? Ja, das ist, glaube ich, echt fruchtbar. Ich meine, es ist eine 3 Jahre Arbeit.
die wir geleistet haben. Ich denke, wir waren auch gespannt auf die Resultate und ich denke, die Resultate sind ansehnlich und mannigfaltig genug, als dass man jetzt sagen könnte, ja, diese Arbeit soll nicht umsonst gewesen sein. Die kann man jetzt wunderbar, dieses Potenzial kann man wunderbar in ein Projekt stecken, das einen Mehrwert mit sich bringt und auch nützlich ist, dienlich ist, nachhaltig dienlich ist für diese Gesellschaft und gleichzeitig auch vielen Menschen Möglichkeit gibt, eben sich einzubringen und die Sache zu tun, die sie am liebsten machen. Und das eben im Alltag. Ja. Nicht nur in einer gesonderten Situation, wo man sagt, ah, der hat Glück, der kann seinen Beruf, seine Lieblingsbeschäftigung als Beruf ausüben oder so. Sondern, dass man auch den Leuten zeigen kann, das kann man auch im Alltag das tun, was einem Spaß macht. Und damit meinetwegen ein bisschen Geld verdienen oder aber sich neue Perspektiven erarbeiten, neue Affinitäten in sich selbst entdecken, sich inspirieren lassen und eben nicht nur wohnen, einkaufen gehen und zur Arbeit und wieder zurück und keinen Bezug zu dem Nachbarn gegenüber, obwohl der vielleicht sogar ein Hauptinteresse mit einem teilt und man weiß es seit Jahren nicht oder so. Und da fehlt es einfach nur ein Austausch zum Beispiel. Das hat aber auch was mit einem gewissen Gefühl von Sicherheit oder auch eine soziale Geborgenheit, die ist nicht irrelevant. Und die ist ja heute verlustig in den meisten Großstädten vollkommen. Ich kann mich so eine Geschichte erinnern, da hat ein japanischer Regisseur, der Takeshi Kitano, der hat mal was aus seiner Kindheit erzählt. Als er ein Junge war, muss so 50er Jahre gewesen sein, hat er gemeint, beim Nachbarn ist über Nacht dann das Fahrrad gestohlen worden von einem Jungen. Und dann hat sich damit die ganze Straße beschäftigt am nächsten Morgen und nach 3 Tagen hat einfach jemand das Fahrrad wieder hingestellt, weil er sozusagen diesen sozialen Druck der Beschäftigung mit der Thematik hat sich... Weil er wahrscheinlich mehrmals gefragt wurde, hast du auch schon gehört? Ja. Ich war es ja eigentlich. Und das ist natürlich ein sehr gesunder Kit für Leute, die in einer Straße wohnen. Also das gibt es ja heute kaum. Ja. Heute bist du ganz alleine. Ja. Du hast die Telefonnummer zur Polizei und du hast sonst gar nichts. Ja. Wenn du in einem Hochhaus wohnst. Ja. Das ist etwas sehr Wichtiges. Ja. Die Gemeinschaft, die Dichte in einer Gemeinschaft, die einen aber nicht in seiner Individualität stört, ne? Also auch respektvoll genug ist, um einen in Ruhe zu lassen, aber auf der anderen Seite dann eben auch als Kit dient, wie du es schon gesagt hast, in bestimmten Fällen, wo es einfach notwendig ist, aus menschlichen Gründen heraus zusammenzuhalten oder eben auch in den Dialog oder Diskurs miteinander zu treten, um eventuelle Fragen mal zu beleuchten und so, damit man sie auch selber als individueller Mensch besser beantworten kann. Und dazu braucht es einfach Orte, wo Menschen regelmäßig zusammenkommen und sich austauschen. Und ich denke, das brauchen diese Menschen, die hier ihre Läden haben, genauso. Und ich glaube, die sind viel eher in so einer Kultur verwoben, als jetzt diese westliche Gesellschaftsstruktur, sage ich mal, diese europäische Gesellschaftsstruktur in der Moderne, die mehr auf wahnsinnig auf Individualität basiert und auch auf Konsum. Was sich ja befruchtet. Je individueller ich lebe, ich brauche meine eigene Waschmaschine im Haushalt, ich brauche mein... Ja. Alles klar. Ne, statt eine Waschmaschine oder zwei stehen im Keller und alle benutzen sie und treffen sich, wenn sie die Wäsche zusammen, der eine holt sie raus, der andere bringt sie gerade hin. Und das ist aber nicht gewünscht. Ja, man muss es ja nur kultivieren. Also eben. Man muss es ja nur kultivieren. Ja, genau. Klar ist es nicht gewünscht. Es ist nicht gewünscht, sage ich mal, von größeren Einheiten, Konzernen oder so. Es ist ja nicht mehr. Es ist einfach schwierig natürlich in so einer Gesellschaft, die auch sehr auf Kommerz basiert. Aber auf der anderen Seite
sehe ich es nicht so super traurig, wie ich es von vielen Menschen zu hören kriege, die sagen, ja, da hast du ja sowieso nicht scheiß Chancen, sowieso keine Chancen mit deinem Idealismus. Warum machst du denn das eigentlich noch? Und schau, das, wenn, dann hast du ja eh dann nur ein Modellprojekt und es kann sich ja sowieso nicht durchsetzen und so weiter und so fort. Aber für mich besteht die Alternative nicht. Also insofern muss ich das so machen und mir macht es wahnsinnig viel Freude, in diese sture Gesellschaft einfach Aspekte reinzubringen, die Menschlichkeit seit Jahrmillionen wahrscheinlich auszeichnen. Denn im Endeffekt glaube ich, dass es gesund ist, wenn wir uns auf unsere Persönlichkeit als Homo sapiens, als Herdenmenschen auch sehen. Denn im Endeffekt funktioniert die kleinste Einheit so. Ja. Und der effektive Austausch funktioniert auf der Ebene, auf der menschlichen Ebene. Und den dürfen wir nicht vergessen bei aller Institutionalisierung und Rationalisierung. Denn das führt teilweise wirklich in unmenschlich abstruse Entwicklungen hinein, die wir nur verhindern können, wenn wir eine denkende Gesellschaft haben, eine fühlende Gesellschaft haben, die sich auch selber zu organisieren weiß, die Politik nicht nur als Sache der Abgeordneten begreift, sondern Politik ist auch zu einem verdammt großen Anteil in der Kultur verhaftet. Mit Kultur macht man meiner Meinung nach in einer gesunden Gesellschaft Politik. Und Realpolitik hat leider, besonders in der jetzigen Zeit, meiner Meinung nach, weder etwas mit Realität noch Politik zu tun. Mhm. Und da sind wir es, auf die diese Gesellschaft angewiesen ist. Mhm. Wir als Individuen, die wir uns zusammenschließen. Und dazu braucht es einfach solche Örtlichkeiten. Mhm. Dazu braucht es auch diese Denke. Es geht mir gar nicht mal vorwiegend um die Örtlichkeit oder so. Natürlich brauchst du den Platz. Aber ich glaube, es geht zuerst mal um die Denke, um die Akzeptanz dieser Denke auch. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Das merkt man dann schon, wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, dann ist erfüllt. Und ist ja auch wichtig, dass man dazu beiträgt, dass es diesen Wertewandel gibt, weil zu stark hat man die letzten Jahrzehnte, also auch vor allem hier im Süden, von Deutschland immer versucht, Kunst und Kultur immer natürlich irgendwie am Geld zu messen. Ja. Wenn du Kunst machst und du machst Fettkohle, dann ist es Kunst. Mhm. Wenn es keine Kohle macht, ist es Liebhaberei. Mhm. Oder irgendwas ist es so dein Hobby oder so. Mhm. Das ist vollkommen absurd natürlich. Das ist vollkommen absurd, weil teilweise aufgewogen mit Moneten kommt ja teilweise so massiver Müll heraus. Ja, das ist halt... eigentlich ist das einfach die Denke von wie soll ich sagen, von genrefremden Menschen. Ich sage mal, Bayern ist immer noch ein Arbeiter- und Bauernstaat, Freistaat. Und hier geht es ums Arbeiten, hier geht es ums Schaffen und hier geht es um reale Werte, nicht wahr? So. Wenn sich München als Kunstmetropole, als Kulturmetropole wiederentdecken will, dann muss es von dieser Denke weg. Und wirklich es auch zulassen, dass Kunst und Kultur außerhalb der Realpolitik auch bestehen kann, außerhalb der realen Wertemessungen bestehen kann. Nur dann hat München die Chance mitzuhalten. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was München jetzt braucht, auch neben dieser Position weltweit und europaweit als eine wirtschaftlich erfolgreiche Stadt, die sauber aussieht, auch einen kreativ-kulturellen Mehrwert zu haben als Kunst- und Kulturmetropole. Da braucht es einfach... Und das erschöpft sich nicht eine ganz spezielle Sensibilität. Erschöpft sich nicht in der Staatsoper allein und in vielen hervorragenden Angeboten, sondern eben auch in dem
Humus, in dem sowas wie das Import-Export wachsen kann und hier Austausch zwischen Künstlern, Menschen stattfindet, wo eben die Visionen geboren werden, die die Gesellschaft weitertreiben. Ja, exakt. Gut. Jetzt haben wir lange gesprochen. Und das Schöne bei uns ist ja, wer sagt, er möchte sich das nochmal anschauen, aber einfach zurückspulen nochmal. Genau. Okay, dann sage ich ganz lieben Dank, Tunçay. Ja, okay. Ich danke euch auch. Ja, ich hoffe, das war in unserem aller Sinne. So get up, don't give up, get up, they won't break your soul, get up, don't give up, get up, they won't break your soul, get up, don't give up, get up, they won't break your soul, get up, don't give up, get up, they won't break your soul, get up. Don't give up, get up, they won't break your soul, get up, don't give up, get up, they won't break your soul, get up, don't give up, get up, they won't break your soul.